Verdi, einer der renommiertesten Skiorte der Alpen. Die Chalet-Hochburg im Unterwallis ist eines der Schweizer Dörfer, von dem so ziemlich jeder Skifahrer schon einmal gehört hat. Verdi liegt etwa 10 Kilometer südöstlich von Martigny auf der östlichen Talseite des Val de Bagne. Schon im Mittelalter entstand unterhalb der heutigen Siedlung eine Burg, um die herum sich später das kleine Dorf Verbier-Village entwickelte. Ab 1936 war es über eine Straße erreichbar und 1949 wurde die Straße bis zum heutigen Ortszentrum in knapp 1500 Meter Höhe ausgebaut. Schon ein Jahr nach der Fertigstellung der Straße entstand 1950 die erste Kabinenbahn der Schweiz von Verbier zum Croix des Runettes. Konstrukteur dieser neuartigen Seilbahnart war die Firma Giovanola mit Sitz in Monthey im Rhonental nicht weit von Verbier entfernt. 1949 hatte die Firma ihre rein auf der Gravitation basierende Kuppelklemme zum Patent angemeldet und konnte sie nun erstmalig bei einer Kabinenbahn einsetzen. Als Fahrbetriebsmittel kamen halboffene Kabinen mit zwei gegenüberliegenden Sitzplätzen zum Einsatz. In den Stationen erfolgte der Betrieb vollständig manuell. Nach dem Auskuppeln wurden die Kabinen über eine schräge Ebene abgebremst und händisch durch die Station geschoben. Über eine abschüssige Strecke erfolgte am Ende der Station, ähnlich wie beim VR-101-System der Firma von Roll, wieder die Beschleunigung auf Seilgeschwindigkeit. Charakteristisch für diesen Prototyp war zudem die recht niedrige Seilführung, die in einer Vielzahl an grün gestrichenen Rundrohrstützen resultierte. Mit einer Länge von über 1,6 Kilometern und einer Höhendifferenz von 660 Metern war die Anlage zum Zeitpunkt des Baus eine herausragende und einmalige Konstruktion. Etwa 400 Personen vermochte sie in der Stunde je Richtung zu transportieren. Die Erweiterung des Skigebiets in den 60er Jahren rund um den Mont Gelee sorgte dafür, dass die kleine Kabinenbahn als einziger Zubringer rasch an die Grenzen ihrer Kapazität kam. Daher erfolgte im Sommer 1966 der Bau einer zweiten parallelen Anlage. Auch diesmal erhielt die Firma Giovanola wieder den Zuschlag zum Bau und konstruierte eine kuppelbare Kabinenbahn mit vierplätzigen Kabinen. Inzwischen war die Technik derart fortgeschritten, dass die Seilführung deutlich höher erfolgen konnte. Dadurch wies die Bahn weitaus weniger Stützen auf als ihr 16 Jahre älteres Pendant. Zusätzliche 800 Personen pro Stunde konnten fortan auf das Croix des Runettes transportiert werden. Auch bei dieser Bahn erfolgte der Kabinentransport in den Stationen aber noch manuell. Obwohl es mittlerweile über die Sesselbahn Médran und Meyoncé zwei weitere Zubringer ins Skigebiet gab, erwies sich die Förderleistung der beiden parallelen Kabinenbahnen zu Beginn der 80er Jahre als zu gering. Zudem war der Prototyp aus den 50er Jahren nach nunmehr drei Jahrzehnten am Ende seiner Lebensdauer angelangt, sodass er durch eine neue Bahn ersetzt wurde. Mittlerweile war die Firma Giovanola nicht mehr im Seilbahnbau tätig, die Schwerkraftklemmen wurden aber unter anderem von der Firma Städeli noch immer in Lizenz genutzt. Der Zürcher Seilbahnhersteller konstruierte im Sommer 1984 die letzte Anlage, die noch mit den inzwischen 35 Jahre alten Klemmen bestückt wurde und ersetzte damit paradoxerweise die allererste Anlage dieser Art. Zum Einsatz kamen dabei sechsplätzige Kabinen der Firma CBA, die eine Förderleistung von knapp 1800 Personen pro Stunde ermöglichen. Abermals erfolgte die Trassierung in noch größerer Höhe und ermöglicht hoch über den Baumkronen auch heute noch ein beeindruckendes Panorama. Die Giovanola-Anlage aus dem Jahre 1966 wurde nach 35 Jahren Betrieb im Sommer 2001 durch eine neue Bahn der Firma Garaventa ersetzt. Erstmalig ist daher mit der MCS-Schraubenfederklemme ein anderes Kuppelsystem am Croix des Runettes in Betrieb. Der Neubau erfolgte jedoch nicht in erster Linie zur Steigerung der Kapazität, sondern um einen Durchfahrbetrieb mit der seit 1975 bestehenden ersten Sektion von Le Chable nach Verbier zu ermöglichen. Seither ist es möglich, das Croix des Runettes von Le Chable aus ohne Umsteigen zu erreichen. Da die Bahn wiederum mit vierplätzigen Kabinen ausgestattet wurde, konnten Stationsgebäude und Stützen weitgehend übernommen werden. Lediglich im Mittelteil der Strecke wird das Seil deutlich niedriger geführt als zuvor, was in einem zusätzlichen Niederhalter resultiert.